Liebe Freunde von Powerschutz TV, positive Energie in Europa. Ich bin heute im Europäischen Parlament in Brüssel und es freut mich ganz besonders, den Europaabgeordneten Klaus Buchner zu begrüßen. Hallo. Hallo. Herr Buchner, Sie haben verschiedene Arbeitsbereiche, Wirtschaft, Agrar. Bitte erklären Sie uns selbst, was Sie eigentlich machen. Ganz kurz. Ganz kurz, meine Hauptthemen sind Menschenrechte, fairer Handel und natürlich Agrarpolitik. Ja, und Agrarpolitik, ich wollte heute mit Ihnen darüber sprechen. Sie hatten mir kurz erklärt, dass auch in der Landwirtschaft, dass wir sehr viel verschmutzen mit Landwirtschaft, dass es also einer der Hauptprobleme auch vom Klima ist. Das ist richtig. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn man anschaut, dass wir ja einen sehr hohen Fleischkonsum haben. Ja. Mehr eigentlich als das, wofür wir biologisch gebaut sind. Mhm. Und die Tiere, speziell die Rinder, stoßen Methan aus. Mhm. Methan ist ein ganz schlimmes Klimagift. Die Wälder werden abgeholzt, die Urwälder. Kurz, wir haben durch die Landwirtschaft, durch unsere jetzige Form der Landwirtschaft, muss ich sagen, einen Hauptverursacher von der Klimakatastrophe. Ja, und Sie wollen natürlich auch, wie alle, dass auch gesunde Ernährung und so weiter. Ja. Aber wir haben ja auch diese Probleme vom Ausland, also von Brasilien und so weiter. Vielleicht dazu was? Das ist eng verflochten. Wir haben in Deutschland sehr viel Massentierzucht, gegen die ich kämpfe, weil sie weder für die Tiere noch für uns gut sind. Aber dazu müssen wir sehr viel Soja importieren. Für das Soja werden Menschenrechtsverletzungen begangen, wird Regenwald abgeholzt, dann kommt das zu uns. Wir haben das Problem mit der Gülle und dann exportieren wir das Fleisch und machen die Landwirtschaft in Afrika kaputt. Dann vielleicht mal ganz kurz ein Thema, was Sie besonders interessiert oder wo Sie auch große Erfolge selbst erzielt haben. Vielleicht erklären Sie uns dazu was, wo wir als Bürger in Europa konkret profitieren von Ihrer Arbeit. Von meiner Arbeit, also wie gesagt, Landwirtschaft ist ein Herzensthema. In ganz anderen Bereichen, zum Beispiel ist ja durch die Zeitungen gegangen der Fall von Khashoggi, der gefunden worden ist von der arabischen, von Saudi-Arabien und dann grausam umgebracht worden. Mein großer Erfolg ist, dass wir jetzt zumindest im ersten Schritt eine Exportbeschränkung für Überwachungstechnik haben an autoritäre Regime, dass so etwas nicht mehr passiert. Was ist da genau passiert? Da ist ein Journalist, der schlecht über Saudi-Arabien geschrieben hat, der die dortigen Zustände beschrieben hat, in die Botschaft in Istanbul gelockt worden und dann grausam umgebracht worden. Ja. Solche Dinge wollen wir verhindern und der erste Schritt ist getan. Und kann auch Europa, glauben Sie, ich meine, es ist ein weiter Weg immer noch, aber konkret ist doch viel mehr zu erreichen. Durch Europa an sich. Ja. Die Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, sowohl in der Agrarpolitik als auch Exportbeschränkungen für Überwachungstechnik, das geht nur europaweit. Wenn das deutschlandweit wäre, hätte es überhaupt keinen Effekt. Ja. Ganz kurz, die Vergangenheit, heute und die Zukunft von Europa. Wie sehen Sie die Zukunft von Europa? Wir brauchen Europa. Wir haben keine Alternative. Deutschland allein ist auf dem Weltmarkt ein Nichts. Das heißt, wir brauchen es. Wir sind sicher noch nicht ganz da, wo wir hinwollen mit den demokratischen Reformen, aber wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass das so weitergeht. Wir haben Frieden gehabt in Europa jetzt sehr lange. Die Aufgabe von Europa ist es, diesen Frieden auszudehnen. Ja. Stichwort Iran, Stichwort Syrien, Libyen, viele andere. Das heißt, wir haben große Aufgaben, aber ich bin optimistisch. Ja. Dann vielleicht die allerletzte Frage, die geht nicht an den Parlamentarier, aber an den Bürger. Klaus, was willst du noch erreichen, privat oder in der Politik? Mein Motiv überhaupt bei der Politik zu arbeiten, sind meine 7 Enkel. Okay. Ich will denen eine Zukunft hinterlassen, die lebenswert ist. Ja. Und dafür kämpfe ich. Das ist mein Lebensinhalt jetzt. Ganz toll. Herr Buchner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre positive Energie für Europa und für die Bürger. Ja, also es gibt verschiedene Themen immer noch,
wo man dran arbeitet, aber auch was Sie, Herr Buchner, machen, Sie sind ja auch für die Volksabstimmung. Also ja. Viele Leute denken, wir haben nichts zu sagen in Europa. Doch, wir haben was zu sagen. Also das Volk stimmt schon ab. Also ich sage einfach nur, wir bleiben positiv, wir sehen die Zukunft positiv. Und das ist eigentlich die Basis, um für jegliche Probleme Lösungen zu finden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.